Schön, dass ihr da seid zu unserer Morgenbibelstunde. Wir sind im ersten Petrusbrief, Kapitel 2 und starten jetzt mit dem Versen 5 und 6. Seien wir gespannt, was wir aus dem Wort Gottes lernen. Überschrift nach der neuen Genfer Übersetzung: Jesus Christus, Eckstein eines Tempels aus lebendigen Steinen. Gemeint ist die Gemeinde Jesu Christi. Wir werden gleich näher darauf eingehen. Und der Apostel Petrus fordert seine Leser hier auf, die Empfänger des Briefes: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Also Gott baut sein Haus, Gott baut seine Gemeinde, und hier ist ja gleich die Frage, ist das hier so die universale Gemeinde Jesu, sozusagen der universale Leib Jesu Christi, den es auf der ganzen Welt gibt und zu dem alle Jesus-Nachfolger aller Zeiten gehören, auch die, die noch kommen werden, oder ist hier mehr die Ortsgemeinde gemeint? Ich tendiere zu beidem, aber mit Schwerpunkt auf die Ortsgemeinde. Denn wo willst du dich konkret einbauen, wenn nicht in einem beschreibbaren, in einem sichtbaren Haus, also nicht nur ein universelles Gebäude. Manche Menschen bekehren sich ja und weigern sich, in einer Gemeinde tätig zu sein und zu leben. Und sie laufen von einer Veranstaltung zu anderen. Ich habe damit riesen Bauchschmerzen. Ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, genau, dass jeder einen Platz ausfüllt in einer Ortsgemeinde. Das ist Gottes erklärter Weg und Wille für uns als Christ. Und da geht auch kein Weg vorbei. Und du kannst vermutlich mir keine einzige Bibelstelle nennen, die das Leben eines Christen ohne Gemeinde auf Dauer beschreibt. Das kann mal für eine kurze Zeit geschehen, aber ich glaube, dass wir uns nicht darauf berufen können. Es ist gut, dass ich zu dem weltweiten, universellen Leib Christi gehöre, aber nicht zu einem sichtbaren Teil der Ortsgemeinde. Also, das wird jetzt hier ganz konkret: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Wir sind also A, lebendige Steine, wir sind nicht irgendwelche toten Gemeindemitglieder, nur was weiß ich, wir zahlen noch unseren Monatsbeitrag, ansonsten interessiert uns die Gemeinde nicht. Wir sind auch nicht nur Bank- oder Kinosessel-Warmhalter, sondern wir sind lebendige Steine in dem Haus Gottes. Das heißt, jeder von euch bringt Leben mit in die Gemeinde. Jeder von euch bringt geistliches Leben mit. Durch Gebet, durch Fürbitte, durch Lieder, dadurch, dass der Heilige Geist in einem jeden von uns wohnt, bauen wir gemeinsam als lebendige Steine das Haus Gottes. Und hier steht auch: Lasst euch einfügen. Das heißt, Gott ist der, der dich einfügt. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es in Apostelgeschichte 2, sie wurden, die gläubig wurden, wurden der Gemeinde hinzugefügt. Also durch den Glauben und durch die Taufe, durch Empfang des Heiligen Geistes wurden sie zu lebendigen Steinen und sie wurden wie selbstverständlich einer Gemeinde hinzugefügt. Du brauchst deine Gemeinde. Es ist nicht entscheidend, welche Gemeinde, in welcher Gemeinde du lebst, aber es ist entscheidend, dass du weißt, in welche Gemeinde du persönlich gehörst und dann das auch konsequent ausführst und auch Mitglied wirst in einer Gemeinde. Mitgliedschaft ist mehr als nur eine Unterschrift unter einem Formular. Es heißt, ich will mit meinen von Gott anvertrauten Gaben, will ich Gemeinde Jesu bauen und darüber hinaus das Reich Gottes weltweit. Also lasst euch einfügen. Lasst Gott das gewähren, dass er euch eine Gemeinde zeigt, in der ihr lebendig lebt und auch sie mitbaut. Einfügen in das Haus, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also wir können planen und machen, wir können Gemeindeleitungssitzungen und Mitgliederversammlungen durchführen, wenn nicht letztlich Gott durch seinen Heiligen Geist es ist, der uns leitet, dann wird das uns nicht gelingen. Es ist immer
nur der Segen Gottes, der eine Gemeinde baut. Es ist immer nur, dass wir in dem Auftrag stehen, den Willen Gottes im Himmel herunterzuholen auf diese Erde und hier in Worms für uns als FEG versuchen umzusetzen. Das ist gar nicht so einfach immer zu erkennen, was will Gott von uns. Manchmal merken wir nur später, dass ein Projekt oder irgendetwas scheitert und dass es vielleicht doch nicht der Wille Gottes gewesen ist. Aber das ist unsere Aufgabe, dass Gott am Zug ist, dass Gott diese Gemeinde bauen kann und dass Gott durch seinen Geist diese Gemeinde erfüllt. Und woran merke ich, dass eine Gemeinde vom Geist Gottes erfüllt ist? Nun dadurch, dass Menschen wachsen, reifen und vor allem auch zum Glauben kommen. Dass sie Christus erkennen, dass hier der Ort ist, wo sie neues Leben finden können. Und wir dürfen sehr, sehr dankbar sein, dass wir das als Wormser Gemeinde immer wieder auch erleben. 5b. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. In der Luther-Übersetzung steht, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer. Also wir sind eine Priesterschaft. Priester, die hießen im Alten Testament Kohen, also wörtlich übersetzt Nahebringer. Wir sind eine Priesterschaft, indem wir uns gegenseitig und auch noch nicht gläubige Menschen Gott nahe bringen. Das ist deine Aufgabe als Christ. Jeder hat diese Aufgabe, ein priesterliches Amt auszuführen. Du sollst andere Menschen Gott nahe bringen. Ob sie dann diesen letzten Schritt gehen und ihm nachfolgen, das ist nicht deine Verantwortung. Aber deine Aufgabe ist es, einen priesterlichen Dienst zu tun. So wie im Alten Testament der Priester den Sünder sah, der kam mit seinem Opfertier. Und dann kam der Levit und dann wurde die Hand auf das Opfertier gelegt und die Schuld übertragen auf das Tier. Und dann wurde das von dem Leviten zur Schlachtbank geführt. Dann wurde geopfert und letztlich wurde Blut verspritzt im Allerheiligsten und sogar einmal im Jahr auf der Bundeslade. Es geht immer näher zu Gott, immer näher in seine Gegenwart. Und das ist auch unsere Aufgabe heute. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Heilig heißt hier übrigens nicht perfekt und vollkommen, sondern heilig heißt zunächst einmal abgesondert. Also es muss hundertprozentig klar sein im Leben eines Christen, ist er abgesondert zum priesterlichen Dienst für Gott oder lebt er wie alle anderen Menschen? Abgesondert heißt, ich gehöre Gott alleine, ich bin sein Eigentum und ich lebe mit dem heiligen Gott und für den heiligen Gott, auch wenn an mir nicht alles heilig ist und im Sinne von vollkommen und perfekt, bin ich doch abgesondert für den heiligen Gott. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, also geistliche Opfer. Es geht nicht mehr um Tieropfer. Es geht auch nicht in erster Linie um materielle Opfer, meinetwegen die Kollekte oder den Gemeindebeitrag, sondern unsere Aufgabe ist es, geistliche Opfer darzubringen, die vom Gottesgeist gewirkt sind. Und das kann jeder Christ tun. Jedes Gebet, das du ernsthaft zu Gott sprichst, will etwas bewirken, das hat einen Sinn. Und du wirst gedrängt vom Geist Gottes, bestimmte Dinge vor seinen Thron zu bringen. Mutig komme ich vor den Thron. Und dann tu das. Vielleicht bist du der Einzige, den Gottes Geist wirkt, ein bestimmtes geistliches Opfer zu bringen, für jemanden in den Riss zu treten. Mir liegt seit Tagen, nicht nur mir, aber auch mir die Aileen, das kleine kurdische Mädchen auf dem Herzen, afghanische Mädchen auf dem Herzen, mit ihren Gehirntumoren. Das tut mir einmal weh und ich wünsche mir, dass Gott sie heilt und bete auch dafür. Aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass der,
der lebendige Gott in das Leben dieser ganzen Familie kommt und dass hier bestimmt auch in den himmlischen Regionen ein Machtkampf stattfindet zwischen der muslimischen Welt, sag ich mal, und Gottes Welt. Und dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen glaube ich, dass es Aufgabe ist, zu beten, dass dieser Kampf in den himmlischen Welten gewonnen wird und dass die ganze Familie darüber zum Glauben an Jesus Christus finden kann. Wer darüber mehr wissen möchte, der rufe mich einfach mal an und betet für die kleine Aileen. Darum bitte ich euch ganz herzlich. Damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir können ja viel tun, wenn wir Christen geworden sind. Auf das Werk gründen. Wir lesen eine Bibelstelle, die mir immer sehr nachgeht, im ersten Korintherbrief von dem sogenannten Preisgericht. Und da steht ja ausdrücklich drin, dass wir sehr unterschiedliche Opfer bringen können, Werke tun können, aufgebaut auf dem Grund der Propheten. Ich lese uns das mal, 1. Korinther 3. Da steht Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und hier steht drinne, dass wir Opfer bringen sollen, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Also jeden Tag kannst du wertvolle Dinge in deinem Leben tun, die Bestand haben, die aufbauen, gründen auf dem Werk Jesu Christi. Du kannst aber auch Holz, Heu, Stroh produzieren. Ein bisschen Feuer dran und das Ganze verpufft, prasselt noch einmal hoch und es bleibt nichts bei übrig. Und davor habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, als Christ. Ich möchte nicht mein Leben umsonst gelebt haben. Ich möchte Frucht bringen für die Ewigkeit. Ich möchte wertvolle Dinge tun und das willst du ganz sicher auch. Und dann überleg dir heute, wo kann ich ein kostbares, ein bleibendes Werk tun für Jesus? Opfer, an denen er Freude hat. Stellt euch das bitte ganz praktisch vor, Jesus freut sich, wenn du geistliche Opfer bringst. Du betest, nicht weil du meinst, du musst stille Zeit halten, nicht weil du meinst, du musst jetzt noch deine vielen privaten Wünsche bei Jesus abladen. Nein, nein, du betest, du trittst mutig vor den Thron, um zum Beispiel einen noch Nicht-Christen vor Gottes Thron zu bringen. Du umbetest ihn monatelang, jahrelang. Dann hat Jesus daran Freude. Da bin ich 100% sicher. Und dann ist das ein kostbares Werk. Gold, Silber, kostbare Steine und nicht Holz, Heu, Stroh. Und deswegen bist du eingeladen, hier mit dem Wort Gottes diese geistlichen Opfer zu bringen, an denen Jesus Freude hat. Vers 6. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg, Zionsberg, das ist der Berg, auf dem Jerusalem gebaut wurde, auch der Tempel. Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt bleiben. Also, von unschätzbarem Wert, das steht hier mehrfach im Petrusbrief. Jesus ist dieser Grundstein von unschätzbarem Wert. Er ist das Wertvollste, das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Man kann nicht Jesus mit irgendetwas, mit irgendeinem anderen vergleichen. Es ist Gottes Wille, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben, um begraben zu werden, aufzuerstehen, den Tod zu besiegen und seine Gemeinde zu gründen. Ich finde das so toll. Das ist das Ziel des Kommens Jesu. Wenn ich zum Beispiel an Jesaja 53 denke,
Da steht ja dieses Kapitel vom leidenden Gottesknecht, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Da steht nicht nur für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, sondern es geht auch dahin, ein Moment, dass Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, was ja geschehen ist vor 2000 Jahren, wird er Nachkommen haben. Das bist du und ich, wir sind diese Nachkommen. Und in die Länge leben. Also sein Leben endet nicht, indem er in den Himmel aufgefahren ist, sondern er wird Nachkommen haben. Wir sind alle Brüder, Schwestern, Kinder Gottes. Und wir leben sozusagen in die Länge. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Also das, was Gott geplant hat, indem er Jesus gesandt hat, das wird durch seine Hand und durch seinen Plan gelingen. Wir sind in seiner Spur, wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Nachkommen. Und wir gründen uns auf dieses Fundament mit unschätzbarem Wert. Das ist eine wunderbare Aussage, die wir hier lesen. Interessant auch noch ein Vers aus Jesaja 28, der dazu passt. Ich schaue mal nach, 28 Vers 16, da lesen wir, darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und hier heißt, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Er ist der kostbare Eckstein. Das ist Grund, warum wir in der Gemeinde beten, warum wir Lobpreis machen, warum unser Herz sich begeistern kann, wenn wir Lieder singen und wenn wir auch in schweren Situationen dennoch Gott loben dürfen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Zum Beispiel ein wunderbares Lied. Er ist der kostbare Eckstein. Auf ihm ist alles gegründet. Deswegen gibt es keinen Glauben, keinen echten Glauben, der vor Gott zählt, ohne Jesus Christus. Hier schließen wir für diese Runde und wir starten dann demnächst mit den Versen 7 weiter im 1. Petrus Kapitel 2. Alles Liebe euch.